So, da wären wir im Hotel angekommen, also in dem Boutique-Hotel Villa de Dünen. Ihr seht hier die ganzen Fahrzeuge, die sind für uns dann, gehe ich mal stark von aus. Wir werden dann damit fahren. Die Tanja könnt ihr jetzt gerade nicht hören, weil sie ihr Mikro gerade nicht anhat. Ja, also Güni ist jetzt auf dem Campingplatz und ja, da steht er gut. Hier haben wir einige Fahrzeuge hier und hier ist, wie gesagt, die Villa. Da spazieren wir jetzt rein. Wo ist denn hier der Eingang? Ich dachte hier. Eingang hier. Ah ne, Le Fancies. Ich glaube, das sind die. Ja, guck mal, ist doch egal. Schau mal bitte. Ne, da ist Dings, da ist es nicht. Ich glaube, da vorne ist es. So rum. Ah ja, haben wir jetzt ein bisschen verfranzt, aber werden wir schon finden. Also ich denke mal, es ist links rum. Ja, es regnet halt hier. Jetzt nicht mehr so stark wie vorhin. Ich muss ein bisschen schnell gehen. Ja, hier geht's hoch. Sieht man doch. So, na hier, Welcome Entry. Steht hier rechts. Da ist es auch für Blinde. So, stehen nur die ganzen Fahrzeuge hier. Und deshalb ist mir das nicht so aufgefallen. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen hier so rum. Links rum. So, da wären wir auch. Hier ist der Eingang. So, Villa Boutique Hotel Restaurant de Dünen. So, da latschen wir jetzt rein und dann kommt die Tanja. So, liebe Camperfreaks, wir sind jetzt hier drin. Ja, schön, wir kriegen hier was zu essen, Kaffee. Hier Tanja schon am Futtern. Und ja, wir werden uns gleich fahren lassen. Ja, wohin verrate ich noch nicht, werdet ihr aber gleich sehen. Ich werde ein paar Aufnahmen einfach jetzt mal zeigen vom Weg dorthin und dann kommt ihr vielleicht selber drauf, wo wir jetzt gerade hinfahren. Ja, es ist schön hier, Nordreich ist wunderschön, nur leider heute sehr verregnet, aber egal, wir sind mit tollen Leuten da, also die Hütte ist voll, wie man so schön sagt, in Frankfurt und ja, schaut weiter. Yes, there you go. Komm. Vor. So ist, aber das, ja, das ja. Ist das. Da, da denkt man ja, mein So, hier sind wir jetzt bei der ESA, wie ihr sehen könnt, aber hier muss ich jetzt leider die Gruppe ausmachen, weil wir dürfen das nicht zeigen von innen. Also später geht's weiter. Bis dann. So, wir sind hier jetzt auf dem Omega-Event Speedy Tuesday und hier wird es auch gleich stattfinden und da vorne werden dann die Redner sein, Natello, upsala. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir hier sind, dass wir hierher kommen dürften und ja, es geht gleich los. Ich weiß nicht, ob ich das filmen darf, ich hoffe doch schon sehr, ihr habt aber mal Impressionen jetzt bekommen und ja. Sieht richtig cool hier aus.
This new X33 generation marks a new milestone in the collaboration between ESA and Omega. Wow. The Spinmaster X33 is back in the game to participate to the mission to Mars. Let's have a look now on the product's video. So, und hier haben wir die neue von Omega, die X22. Also richtig schöne Uhr, 45 mm, Entschuldigung. Und mit der ESA zusammen entwickelt, da oben seht ihr noch, unten seht ihr noch das ESA-Logo. Also eine richtig, richtig schöne Uhr. Schönes Band, wie ich finde, eher ein älteres. Vom Design her und sehr leicht. Also eine sehr leichte Uhr. Wenn ich hier drücke, die Linette kann man drehen, ganz normal. Ja, eine richtig schöne Uhr. Hier mit Indizes. Kannst du auch mal in der Hand nehmen? Marziana heißt sie, ne? Ja, und kostet, steht hier drauf. Genau, 5.900 Euro. Schnäppchen. Für so eine Uhr von Omega. Richtig, richtig schöne Uhr. So, ihr Lieben da draußen, Camperfreaks. Camperfreaks goes Weltall, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also was wir heute hier erlebt haben, wir haben einen echten Astronauten kennengelernt. Französischen Astronauten, den Namen blende ich einfach jetzt mal ein. Ist mir leider entfallen, weil er ziemlich lang war. Und mein Französisch ist nicht so gut. Deswegen ist mir leider entfallen. Aber das Tolle ist, dieser Herr hat nicht nur hier zusammen mit der ESA die X22, die Uhr, die ich euch jetzt auch einblenden werde, die ich euch jetzt auch gerade in der Hand hatte, mitentwickelt. Die ist nämlich für den Marsflug gedacht. Die zeigt nämlich auch die Marszeit an und ist eine richtig tolle Uhr, sehr wertig, aber auch sehr leicht. Und wie gesagt, hat zwei Timezones, einmal die der Erde und einmal die vom Mars. Und war einfach nur beeindruckend, was uns hier heute erklärt worden ist und wie die Uhr ist. Dann wurde uns auch nochmal die ESA hier, was genau in Nordwijk eigentlich gemacht wird, gezeigt. Hier werden sehr viele Rütteltests gemacht für alle Komponenten, die ins Weltall fliegen müssen. Die müssen hier vorher getestet werden auf Herz und Nieren. Dann hat uns noch dieser französische Herr, der Astronaut, der Name entfallen ist, ich blende den Namen nochmal ein, uns einfach die ISS vorgestellt. Er war schon einige Male oben im Weltall und war sehr beeindruckend. Vor allem auch wurden auch zwei, drei Fragen gestellt, wie ist es, wenn man als Astronaut wieder von der Schwerelosigkeit wieder runterkommt in die Gravitation der Erde. Und da wurde uns einiges erklärt, also zum Beispiel, dass man sich erst nach ein paar Tagen wieder wohlfühlt, also in seiner Haut, und man denkt, man wäre einfach schwer, klar, in der Schwerelosigkeit ist man leicht wie eine Feder und hier unten hat man halt sein Gewicht zu tragen. Hat er auch super toll gemacht, einige Anekdoten wurden erzählt seinerseits. Ja, also die Reise war natürlich wert, wir sind Omega-Fans sowieso, aber auch hier das ganze Ambiente. Also vielen Dank an Fratello, an das Fratello-Team und natürlich auch an Omega. Also wieder ein super tolles Event. Wir sind froh, dass wir hier sein durften. Vielen lieben Dank. Und wir hoffen, wir werden jedes Jahr eingeladen zu den Events.